Carlo Becky Jung. Ich weiß doch nicht, wer das ist. Weißt du, wer das ist? Nee, aber der ist Cracky. Wer ist das? Keine Ahnung. Na, keine Ahnung, aber ich nenne es Cracky. Hatte jemand schlechte Laune, weil sie ihre angebliche Paradedisziplin voll in den Sand gesetzt hat? Ja. I would love to have front row seats to the show, or you have something on your back. Ey, wer kommt darauf, sich Cracky zu nennen? Lass die Spiele beginnen. Dass er sich denken muss. Der ist ganz so verwirrt. Der Fleischgültje retten. Hallo, haben Sie Fleischspielchen? Nee, danke. Soll ich vielleicht das Fenster schließen? Ich bin gerade ganz wenig gegen den Pfeiler gelatscht. Lüge! Schau zu Barrick. So. Sag mal so, der Barrick von denen ist tot. Und der Zinn auch. Der macht's aber auch immer wieder, ne? Ich kann den da auch immer wieder reinfallen, das ist Affenstark. Also, jetzt gehen wir tief in die Geschichte rein. Alles begann mit zwei Tanten. Beide waren verknallt in den Typen. Der Typ hatte sich für eine entschieden, die andere fand das nicht so pralle. Lange Rede, kurzer Sinn, die ist zu ihrer Assi-Mutter gelatscht und hat erzählt, dass diese sie bedroht. Die Assi-Mutter ist in die Schule gekommen. Und zwar in Ostlein heute, mal wieder. Die war auch vor zwei Wochen schon da, da war sie aber noch relativ freundlich. Jedoch ist sie dann heute dahin gelatscht und zwar zu dieser Tante, die diesen Typ verknallt ist. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat natürlich das einzige Richtige gemacht und der eine geflagt. Fand der Freund natürlich nicht so lustig und hat zu einer zurückgeflagt. Lange Rede, kurzer Sinn, dann ist es eskaliert und die, Ich lade den mal ein. Schick den bitte in den FA. Ich schick dir noch Foto, was du gemacht hast. Das ist auch deutsch, das ist ja gut bei den Namen zu erwarten. Achso, ja. Natürlich. Naja, sag doch das, sag einfach bitte, das meine ich doch. Okay, der Typ ist großartig. Cracky, Mann. Er kriegt gleich von mir auch nochmal hier so ein Ding, so eine Anerkennung. So ein der ist Ding. Krass. Der ist krass. Der war krass. Ey, Kollege! Cracky! Ey, Cracky, Mann! Red Hair, Green Air, Hör and Make Your... Was zum Teufel, wer ist das? Wer ist da gespawnt? Nuno, was habe ich jetzt für Typen hier gespawnt? Das könnte einfach so eine Nachricht hier sein. Ich glaube, ich habe einfach diese schlechten Nachrichten einfach in meinen Chat geholt. Miese Zeiten. Das ist aber auch vollkommen random. Hot Tub. Ja, das Ding ist halt auch, ich schätze wahrscheinlich, wenn es noch viele Bots dazukommen. Die Mutter fing an, handgreiflicher zu werden und sie zu beleidigen. Da kamen natürlich Leute aus der Klasse und haben die festgehalten. Und dann hat die angefangen, die Leute zu beleidigen. Und da kam auch zu dem Moment, kam unsere Schule. Also hat sie den Typen als Locken beleidigt. Oder als Homo. Ja, aber nicht so Homo, sondern Homo. Das war einfach toll, die Ritze mal richtig aussprechen. Und hat irgendeinen Scheiß vor sich hingebrabbelt. Ja. Dann kam die Schulleiterin. Wollte so ganz ruhig drauf eingeredet. Ja, bitte lassen Sie es bleiben. Bitte gehen Sie. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Hat es natürlich nicht gemacht und hat die Schule, hat das einzige richtig gemacht, hat die stellvertretende Schulleiterin einfach weggetackelt und hat die ist dann gegen den Tisch angeprallt. Stark verletzt, blutet. War eine super Idee, es kommt auf jeden Fall gut an. Dann hat die dann noch 10 andere weggetackelt und ist dann voll straight up zu der gerannt. Hat den Typ davor noch vorher weggetackelt, der hat eine fette Platzwunde und seine Fresse ist aufgeschwollen. Oder geschwollen. Dann hat sie die Alte genommen, also die. Naja, nicht die Alte, die quasi angeblich bedroht hat. Hat sie an den Haaren gezogen und die Nüschel gegen die Wand geknallt und die hat sie weiter beleidigt, bis die dann wieder festgehalten wurde. Dann kam eine Lehrerin aus unserer Schule dorthin und das ist so eine Frau, die hat gefühlt einen halben Pelz auf den Zähnen. Und ihr müsst wissen, diese Mutter, die die Leute da angegriffen hat, war dick, sehr dick sogar. Und dann
haben sie diese Lehrerin, die, wir nennen sie einfach Pelzzahn, haben sie Pelzzahn einfach als Fett beleidigt und gesagt, dass sie nicht Schnauze halten soll. Da hat die ganze Hütte zusammengebrüllt, da war die absolut unglücklich. Dann kam halt aber auch schon die Polizei, die Schulleitung gerufen hatte. Und da haben die halt abgeführt, so. Also nicht abgeführt, sondern runter, haben mit ihr erstmal geredet, mit der Schulleitung geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Mutter hat dann geleugnet, dass sie Leute handgreiflich angegriffen hat. Obwohl es 60 Leute gesehen haben. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte von einer Assi-Mutter, die jetzt wahrscheinlich 5-6 Anzeigen anbekommt und wahrscheinlich es geschafft hat, dass ihre Tochter suspendiert wird und dann die Prüfung so nicht antreten kann. Weil die ist nämlich gerade 10. Klasse und hat heute den letzten Shooter gehabt. Ach, Seven, mein Freund. Ich pack mal. Verpiss dich, du Hurensohn!